Guten Abend, Herr Kotenschulte. Guten Abend. Wie schätzen Sie das Phänomen Fanboys ein? Ist das eine vorübergehende Erscheinung oder mehr? Nee, sowas hat es immer gegeben. Nicht? Also so Fans, die eine Stimme hatten. Schon in der Stummfilmzeit haben die Produzenten die Briefe ausgewertet von den Zuschauern und wollten dann genau das machen, was sie wollten. Und wenn es ein Jesusfilm war, haben sie den gemacht. Aber heute haben wir eine direkte Zugriffsmöglichkeit auf diese Stimme. Die haben eine Stimme im Internet. Und natürlich ist das total interessant für die Studios. Also kommerziell gesehen ist das hochinteressant. Was da und Sie nehmen auch immer mehr Einfluss auf die Studios. Ersetzen Sie denn künftig auch den Kritiker? Oh, das glaube ich nicht. Es sei denn, man sagt zum Beispiel bei einem Genrefilm, okay, was die Fans von Star Trek davon halten, ist jetzt entscheidend für den Star Trek-Film. Nicht? Wer will einen Star Trek-Film, der nicht mal den Fans gefällt? Ich glaube, da haben natürlich die Internetnutzer eine enorme Stimmgewalt. Aber bei einem künstlerischen Film, da geht es ja um die individuelle Erfahrung, die man hat beim Sehen eines Films und eben das Hintergrundwissen, die Kenntnis, den kulturellen Kontext. Und dafür, glaube ich, braucht man schon einen Spezialisten, der das sagt. Trotzdem müssen wir zusehen, wie die Filmredaktionen immer mehr verkleinert werden. Die NZZ hat ihre Filmredaktion sogar geschlossen. Mit welchen Konsequenzen? Also ich glaube, das liegt daran, dass der Film in den Künsten, also im Kanon der Künste, nicht mehr die Rolle spielt, die er mal gespielt hat in den 70er, 80er Jahren, als man den neuesten Antonioni sehen wollte oder den neuesten Tarkovsky. Das ist heute eben nicht mehr so. Die Programmkinos gibt es nicht mehr wie früher, die alte Filme gezeigt hätten. Und die Arthouse-Kinos von heute, wie die sich nennen, die zeigen eigentlich eher europäische Unterhaltungsfilme und ein paar größere künstlerische Filme aus den Festivals. Also brauchen wir nicht mehr den Filmkritiker als den Vermittler dieser oft schwierigen Filmkunst. Das ist nicht mehr so gefragt. Ich glaube, der Bedeutungsverlust des Kinos ist daran schuld. Kinoseiten wie celluloid.de suchen sich Laienkritiker, die dann eben ihre Filmtexte schreiben, sie ins Netz stellen. Welche Rolle spielt da das Internet? Das Internet ist eine ganz tolle Quelle, um einzuschätzen, wie etwas ankommt, was einen Massengeschmack bedienen soll. Und es ist natürlich auch ein Medium für spezialisierte Laien, nicht? Die sich oft sehr, sehr gut ausdrücken können. Nicht? Es gibt Spezialseiten für alles Mögliche im Internet. Also man darf es nicht unterschätzen. Es ist eine wunderbare Quelle und auch ein Korrektiv. Wenn ich was veröffentliche in der Zeitung und die Leserbriefe kommen natürlich übers Internet. Also die haben was gelesen und ich habe auch nur einen kleinen Fehler gemacht. Die Farbe vom Auto in Gran Torino falsch geschrieben. Dann kommen sofort die Briefe natürlich, damit das korrigiert wird. Sie sind ja auch Filmkritiker. Gehen Sie da ab und zu auf solche Netzseiten und gucken sich das an, lesen Sie das, nehmen Sie das ernst? Ja, es gibt sehr gute Seiten. Es gibt eine gute Seite in Deutschland, critic.de zum Beispiel, die finde ich sehr wichtig. Aber natürlich auch solche Fanseiten wie die Internet Movie Database. Also wenn ein Film dann eine gute Bewertung bekommen hat und es ist eine Komödie oder ein Hochzeitsfilm, also einer von denen, wo es einfach sehr viele gibt und man überlegt sich, ist das jetzt wichtig für uns? Ist das wichtig für mich? Ich sehe ein, zwei Filme am Tag, aber ist das ein Film, den ich auch noch sehen müsste? Und klar, dann gehe ich auch noch mal extra in den Film. Aber ist denn die Filmkritik vielleicht in den letzten Jahren nicht trotzdem in die falsche Richtung gegangen, dass vielleicht sowas passiert ist? Also, dass man auch sieht und sich vielleicht auch unter Umständen die Frage stellt, ob dann der klassische Konsument auf den qualifizierten Filmkritiker offenbar gar nicht verzichten muss, wenn das so qualifizierte Schreiber sind. Ach, was wir am liebsten tun, ist ja über Filme zu schreiben, die wir gerne mögen. Zum Beispiel, man ist auf einem Festival in Cannes und sieht einen richtig tollen Film. Und der kommt dann nie nach Deutschland. Also manche kommen schon, aber viele kommen einfach nie hin und dann können wir das nicht sagen, was wir sagen wollen. Stattdessen werden wir dauernd gefragt, wenn Madonna Regie geführt hat, wie ist denn der Film? Da ist dann die Zeitung voll davon, wo wir vielleicht viel lieber über den neuesten Godard schreiben würden, der aber hier nicht rausgekommen ist. Aber ich glaube, was wir tun, das ist auch schon eine Reaktion auf diese kulturelle Entwicklung, von der ich gerade sprach. Ich versuche natürlich, das, was ich mache, gut zu machen. Und dazu gehört eben auch, dass man den Kontext erklärt. Ja, wenn ein Film wie Fanboys herauskommt, dann ist es total interessant zu erklären, dass es zum ersten Mal einen Film gibt, der auf Augenhöhe mit den Fans argumentiert. Und welchen Einfluss dann wiederum die Fans auf diesen Film hatten. Das ist für mich als Filmhistoriker total interessant, so etwas zu vermitteln. Und auch als Autor, weil das ja auch eine lustige Geschichte ist. Oder? Wir wollen ja eine schöne, lustige oder auch interessante Geschichte schreiben. Sie sind ja selbst dabei, einen Film, eine Dokumentation über Filmkritiker zu machen. Kann das sein, dass es ein Abgesang wird? Ja, es ist eine traurige Geschichte, weil immer schon waren Kritiker verliebt in das, was sie tun. Ja, sie liebten das Kino, aber das Kino hat sie nicht zurückgeliebt. Wann kommt das schon mal vor, dass ein Star sagt, Dankeschön, das war eine tolle Kritik? Oder im Gegenteil, die sagen dann immer, ach, die Kritiker, die sind immer so nörglerisch, immer alles schlecht, was wir tun. Warum tut man das trotzdem? Warum begeistert man sich immer wieder neu? Oder manchmal sind wir auch böse, das stimmt, aber so als richtige Enttäuschung, weil es einfach nicht so war, wie wir gehofft haben. Und ich glaube, das ist eine lange Geschichte. Und ja, sie hat ein trauriges Ende, weil wir einfach nicht so angesehen sind, wie wir das gerne würden. Nicht? Also wenn sich niemand mehr für uns interessiert, dann ist es eine traurige Geschichte.
Wo sehen Sie denn Ihre Zukunft? Oh, oh. Also ich mache gerne das weiter, was ich jetzt mache. Ich meine, ich bin jetzt um die 40 und vielleicht bin ich ja noch 30 Jahre dabei. Und ich bin vielleicht die letzte Generation, die so mit alten Schwarz-Weiß-Filmen im Fernsehen groß geworden ist. Aber wir leben ja alle noch. Das heißt, es gibt genug Leute, die wollen wissen, wie ein Film filmhistorisch einzuordnen ist oder was es noch so gibt oder wie der Kontext ist, welche Filme in Thailand gerade gedreht werden. Also ich glaube schon, dass irgendjemand sich dafür interessieren wird. Herr Kotenschulte, ich danke Ihnen ganz herzlich für dieses Gespräch.